Kannst du dich noch an deine Milchzähne erinnern? Wenn du dir deine jetzigen Zähne anschaust, siehst du einen Unterschied zu deinen Milchzähnen? In diesem Video werde ich dir diesen Unterschied zeigen. Außerdem werde ich dir noch zeigen, wie ein Zahn aufgebaut ist. Das, was du vom Zahn sehen kannst, ist nämlich nur ein Teil des Zahns. Zunächst möchte ich dir den Aufbau eines Zahnes genauer erklären. Der Teil des Zahns, den du sehen kannst, ist die Zahnkrone. Sie besteht aus sehr stabilem Zahnschmelz, der das sogenannte Zahnbein bedeckt. Im Zahnfleisch und Kieferknochen eingebettet befindet sich der Zahnhals und die Zahnwurzel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com